Wie süß du bist. Hm? Zeig mal. Zeig mal, wie süß du bist. Natürlich. Oh. Oh. Guck mal, wie verbimmelt die Mami noch aussieht. Hm? Erzähl dein Leid im Blog. Erzähl. Er ist am Verhungern. Noch eine Stunde, bis es Essen gibt. Wie soll man das aushalten als Biegel? Erzähl. Ist er am Verhungern? Armer. Oh, weiß gar nicht, was du machen sollst, ne? Wie kann man am besten betteln, dass man jetzt sofort Essen bekommt? Oh. Oh. Du hast ganz schlabberige Lefzen. Die sind ganz kalt, die Lefzen. Er ist nämlich zu schwach, Körperwärme zu produzieren, weil er nicht genug gefressen hat, sagt er. Guten Morgen in die Runde. Alle fit? Alle fit? Jetzt wäre ich sehr durstig. Ja, die ist am Sabbern schon wieder. Meine Güte. Ja, unglaublich. Unglaublich, so Molly. So gesund. Es weckt das Öl, ne, vom Kopf. Also mal ziemlich. Wollte gehen mal baden, dachte ich. Ja. Okay. Okay. Hallo. Meine liebe Familie, ich liebe euch. Bernd guckt gerade, was wir noch in der Schublade haben an Vanillepuddingpulver, denn wir waren gestern einkaufen und was haben wir vergessen? Die Einkaufsliste. Unsere super tolle Einkaufsliste. Darf man sagen, man hat Braunpudding oder muss das dann... Schokoladenpudding darfst du es nennen. Schokopudding. Ein Vanille haben wir noch. Ein Vanillepudding. Ein weißer Pudding. Aber eine Packung oder eine Packung. Tüte? Eine einzelne Tüte. Lonely Tüte. Ja, dann hol doch, weiß nicht, zwei Packungen. 18. Weiß ich nicht. Hol zwei Packungen Käsekuchen, machen wir jetzt öfter, weil ja, jetzt guckt Bernd halt, was wir alles noch brauchen. Jetzt gucke ich gerade, ob ich noch Geld habe. Hab ich nicht. Calvino muss Homeschooling machen, lacht sich kaputt dabei, weil er so lustige Eltern hier rumrennen hat. Ja. Zeig mal die Liste, was fehlt noch? Alles. Da Bananen fehlen. Pepperwurzsaft. Radieschen haben wir nicht geholt, ne? Toast. Ja, die Radieschen hatten sie auch keine schönen. Bananen hatten sie auch keine schönen. Frische Hefe, hatte ich dir in der Metro gestern noch gesagt, da ist die frische Angeblich. Hefe. Angeblich. Wer weiß, mit dem du gesprochen hast, wir daneben nicht standen. Ja, sorry, ich hatte die Morla. So. Ich hatte die Morla auf wir der standen, Hand. Ich könnte mir einen Arm abhacken, wir standen nicht zusammen vor der Hefe. Doch, standen wir. Ich sag dir das. Bei Quark. Das war irgendjemand anders. Nein. Das war irgendwie so ein Allmann oder so. Nein. Ich hatte die Morli auf dem Arm, die sich... die Windelexplosion gemacht hat, mitten in der Metro. Hat dir vielleicht die Sinne benebelt? Voll so, alle geguckt, was für Geräusche. Gefilmt habe ich nebenbei und dann habe ich dir auch noch gesagt, da ist die Efe. Die Efe. Efe. Die Efe. Efe. Wollen wir die Efe Ada mitnehmen? Ja, genau. Und du gehst jetzt noch gleich die Reste einkaufen, die Windeln. Wir gestern... Und auch mal Windeln, dann brauchen wir abends nicht mal aufstehen. Nicht von Luxus, ne? Nur keine... Calvino musste gerade schon raus, Erde sammeln und Steine für Naturwissenschaft, ne? Für Vater. Habe ihm gesagt, ich mache ihm Toast, aber er wollte halt ein bisschen Erde essen. Nein, der muss in so einem Glas nur die Hand kommen. Da Dings einpflanzen mit wie auch immer. Ein Experiment. Ein Experiment. Erde einpflanzen und dann eine Folie drüber, damit das... Kreislauf des Wassers. Die Kroketten kann ich auch jetzt schon holen, dann eine Packung. Dann haben ja, wir wenn das du eh einkaufen gehst, ja. Genau. Eigentlich wollte ich nicht mehr. Mit und Salat. Bratkartoffeln mit Speck und Salat und Zwiebeln. Machen wir Bohnensalat oder mache ich jetzt Prinzessbohnen gebraten mit Speck? Was machen wir für einen Salat dabei? Brauchen wir einen Salat dabei? Nö. Aber Cordon Bleu können wir dabei machen. Die haben ja gestern zwei Stück bekommen, ne? Vielleicht findest du im Aldi noch Nuggets. Die mochtet ihr die immer so gerne? Ich habe gestern hier unser Brot geschnitten. Und jetzt friere ich davon einen Teil ein, weil das ist so viel, das schaffen wir gar nicht so schnell zu essen. Hast du den jetzt weggeschmissen, den Hund, die kleine Morli? Ja.
Hallo. Hier ist dein Hund. Bitte schön. Oh. 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 Jo. Genau. Das zum Einfrieren und das zum Sofortessen. Gar nicht überfüllt, unsere Schublade hier. Die ganzen Aufbackbrötchen. Ja. Ja. Und du bist auch dabei, ne? Du bist auch dabei? Ja? Du kleine Sabberliese. Hm? Ich habe jetzt schon mal die Kartoffeln aufgesetzt im Dampfgarer und die Böhnchen, das sind Tiefkühl-Prinzessbohnen. Denn bei uns soll es heute Bratkartoffeln mit Speck und Bohnen mit Speck geben. Ich glaube, das habt ihr heute Morgen auch schon gehört. Und das sollte es eigentlich gestern schon geben. Aber gestern hatten wir dann diese Pizza gemacht hier mit Fladenbrot, die auch mega lecker war. Aber davon haben wir noch voll viele Reste. Und ich glaube, Calvino und ich, wir frühstücken heute Pizzareste, oder? Ja, genau. Ja, wir gucken mal. Und jetzt muss ich hier erstmal meine Eisentablette nehmen und eine Folsäure. Ich musste jetzt gerade unter unser riesiges Familienbett klettern. Das war sehr akrobatisch, denn unser Staubsaugerroboter ist da klemmen geblieben. Also der Akku war leer. Oh, sorry. Der Akku war leer und dann ist er natürlich in der Mitte von dem Bett hängen geblieben. Und ja, so bin ich nicht rangekommen. Egal. Leider habe ich die Kamera nicht mitgenommen. Sonst hätte ich was zu lachen gehabt. Calvino hat jetzt Mittagspause. Er macht hier so ein Experiment mit Sand und Erde für Naturwissenschaften, ne? Für Vorder-Naturwissenschaften. Ja, das ist extra. Ja, konnte er sich aussuchen. Da wird er gefordert noch für Naturwissenschaften. Hat er voll Spaß dran. Da waren wir gerade beim Teiter, hat er alles gesammelt, was er dafür braucht. Und ich habe hier schon mal vorbereitet. Das war heute ein bisschen schwieriger, weil Morley sehr liebesbedürftig war. Bei uns gibt es heute Bratkartoffeln. Die habe ich jetzt schon mal, also das sind Pellkartoffeln. Die habe ich in Mehl geschwenkt. Und dann brate ich das gleich hier in Öl an, was ich schon vorbereitet habe. Denn das ist der Tipp von Bernds Mama, dann sollen die schön knusprig werden. Ich habe jetzt aber noch ein bisschen Zeit, bis Bernd kommt, halbe Stunde ungefähr. Deswegen warte ich noch, bis ich das mache. Aber ich habe schon mal alles vorbereitet, dass, falls Molly gleich wach wird, ich das hier nur noch so reinschmeißen muss und umrühren muss. Es wird Speckböhnchen geben. Dazu gibt es dann immer Bohnenkraut. Das ist total lecker. Wer das nicht kennt, probiert das mal aus. Und Zwiebeln haben wir ja Tiefkühl-Convenience-Food. Da. Genau. Die brauche ich zum Glück nicht schnibbeln. Ich hasse Zwiebeln schneiden. Und deswegen gibt es das so. Und was wollte ich euch noch erzählen? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es vergessen. Genau, den Tisch muss ich noch decken. Ich brauche Besteck. So. Wo hast du die zwei Samen hingetan? Die habe ich hier hingelegt. Da sind die zwei Apfelsamen. Wenn das wirklich was wird mit dem Apfelbaum, dann nehmen wir den mit nach Ungarn. Klar. Haben wir gesagt. Pflanzen den da ein. So, jetzt mache ich aber mal eben hier alles. So, wir haben, ich zeige hier jetzt im Vlog auch, aber das ist eigentlich fürs Videotagebuch Auswandern Ungarn. Und zwar, ja, haben wir immer ein bisschen Ungarisch schon gelernt, aber natürlich jetzt nichts Nennenswertes. Ne? Nur wenn man so im Urlaub ist, dann so ein bisschen haben wir natürlich immer gelernt. Und wir haben jetzt überlegt, dass wir den Kühlschrank als Tafel benutzen und immer beim Mittagessen ein bisschen Ungarisch lernen. Die Zahlen hat der Calvino jetzt schon mal aufgeschrieben. Also im deutschen Alphabet auf Ungarisch. Genau. Ne? Und die kannst du auch schon richtig gut.
Also halt, ne? Von 1 bis 9 oder 10 kannst du ja auch, ich ne? kann, aber ich mache jede Zahl, die es gibt, weil eine 10 ist ja eine 1 ja. und was ist eigentlich 0? Das können wir gleich alles herausfinden. Egal, dann mache ich auch Tees. Ja, Tees, genau, 10. Jetzt sind ein paar Rechtschreibfehler drin, das ist ja nicht schlimm, aber du weißt sie alle auswendig, das ist super. Das ja, haben wie soll ich die denn sonst schreiben im deutschen Alphabet, wenn ich mal fragen darf? Ja, wir gucken gleich. Wir gucken gleich, wie man es richtig schreibt. Aber es ist nur so, dass wir das halt immer wieder visualisieren und immer wieder als Familie auch lernen. Dann haben wir gesagt, Elternsprechtag ist auch ganz wichtig. Nein, das können wir gleich woanders hinschreiben. Ungarische Wörter, dass wir jede Woche 2 Wörter uns aussuchen dürfen. Calvino hat sich für diese Woche mit und ich ausgesucht. Ich habe Kartoffel und Baby. Da kommt kein Y hin. So, Baby. Und Bernd sucht sich gleich auch noch 2 2 Wörter aus. Und dann können wir hier halt die ungarische Version davon hinschreiben. Und das dann so immer weiter lernen. Genau. Ach, du machst schon weiter bis 15. Das ist super. Guck mal, du kannst die schon alle auswendig. Super. Oh. Genau, das ist halt, ne, dann wiederholt sich das immer. Thiesen, Öt und so. Also, Thiesen, Öt. Thiesen. Ach. Ja. Öt ist ja 5. Egal. Wir üben, wir machen es mit Spaß, dass wir halt wenigstens etwas sprechen, aber wir müssen jetzt hier nicht, ne, die perfekten Ungarischen machen können. Ach, was wir noch machen, ist, wir haben hier auf dem Handy die App für Petöfi Radio und hören halt dann ungarisches Radio, was ich jetzt halt nur ausmachen muss, wenn ich das Video mache, weil wenn ich jetzt ungarisches Radio laufen lasse, dann wird mein Video gesperrt. Genau. Ja, und jetzt kann ich, glaube ich, schon Essen machen. Und der Calvino ist jetzt total motiviert. Und was, bis wo bist du schon? 95. Also ich habe von 1 bis 29 alles und jetzt brauche ich von 91 bis 99. Ja, klasse. Und ist es denn, hast du nachgeschaut? Ist es immer so, dass sich das wiederholt? Ja, ne? Muss ja. Muss ja. Also, wie soll es denn sonst sein? Und unsere Lieblingszahl ist? Oder Kilenz. Das war auch die erste, also die höchste Zahl, die wir als erstes konnten, ne? Die wir so behalten haben und haben uns immer kaputt gelacht, weil Kilenz. Hat sich so lustig angehört in unserem Urlaub, ne? Ich habe hier die Sprossen, die ich mir gestern in der Metro gekauft habe, probiert. Die roten, die sind mega lecker, die sind scharf. Ich glaube, das ist Rettich oder Radieschen. Ich weiß nicht, aber die sind richtig lecker. Allerdings finde ich, schmeckt man, dass die nicht frisch sind. Ich mache immer Alfalfa-Sprossen selber. Man schmeckt das einfach. Ich habe mir die gekauft, die waren recht teuer. Aber, guck mal, wie viel besser die sind. Die sind so viel dicker. Ja, aber das liegt ja an der Sorte, dass sie dicker sind, oder? Meinst du nicht? Sorten? Ich dachte, das ist dieselbe Sorte wie die, nur... Nee, das ist Radieschen, Rettich... Er sagt, Chris ist nicht sein Typ. Ich habe ihm schon ins Schwanzchen geschmissen und er ist ausgespuckt. Und rote Radieschen, genau. Und das ist was ganz anderes. Aber jedenfalls bereite ich mir jetzt hier meinen Salat vor und ich empfehle euch Radieschensprossen und so. Darf alles. Ich probieren? Ja klar, probier. Iss. Iss alle auf, wenn du möchtest. Voll lecker, oder? Ein bisschen scharf halt. Ja. Aber lecker. Wie schmecken die Bratkartoffeln bis jetzt? Die schmecken genau wie Kresse, ne? Ja, voll cool, ne? Calvino mag sehr gerne Kresse. Hätte immer das geschärfte Salat der Welt, was er auch Rucola nimmt. Ja, Rucola, Feldsalat. Jetzt mache ich mir da noch Tomate und so rein. Ich bereite mir den für den Nachmittag vor. Oh, der Snack. Rucola ist das Beste. Ja, ist. Hau rein. Hier, guck mal, ist ganz viel Rucola schon gewaschen. Soll ich dir auch einen Salat machen für den Nachmittag? Ich wollte nur ein bisschen Rucola. Okay. Und der Papa ist wieder da. Und... Mein Salat ist vorbereitet für später, aber der Papa hat Einkäufe mitgebracht. Alles, was wir vergessen haben gestern. So, eben mal hier umrühren. Damit es nicht... Und dann zeige ich euch, was er gekauft hat. Also, einmal wollten wir Nudelsalat machen. Da hat er extra diese gedrehten Nudeln geholt. Neue Bananen, die noch reifen müssen. Boah, hast du eingefroren auch, ne? Ja, das packe ich weg gleich.
Radieschen, Kohlrabi zwei Stück, so zum Knabbern, für mich und Smurfy, wir essen die gerne. Noch mehr Bananen. Die Maus ist gerade aufgewacht. Schon wieder die Augen zu. Ja, die ist todmüde. Calvino macht immer noch die Zahlen? Nein. Nein? Ach, die Wörter. Also, nein. Mit heißt Walhel, ich heißt N, Kartoffel heißt Tuamonia, Baby heißt Tess. Oder Apfel, Kroketten. Du machst dir? Käse zwei Stück. Ah, Räuchertofu. Fleischwurst wieder auf Vorrat. Vier Stück Fleischwurst, immer die von Gutfried. Und Hefe. Vier Stück. Und einmal Windelngröße 3 für die Morli. Hallo, mein Schatz. Soll ich dir noch was anbraten jetzt hier? Ja, dann gibt's. Ich bin schon dabei, den Abendbrottisch zu decken und ich wollte mich nur vom Vlog verabschieden, ehrlich gesagt. Ich habe heute ziemlich viel gearbeitet, also halt so Vlogs geschnitten und hochgeladen, was mir auch unheimlich viel Spaß macht. Ist ja nicht, dass mir keinen Spaß macht, aber es hat viel Zeit in Anspruch genommen. Und jetzt möchte ich einfach den Feierabend genießen mit meiner Familie. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns morgen wieder. Tschüss!